Also, ich möchte Sie begrüßen zu einem Video aus der Optik wiederum. Ich möchte die Hauptstrahlenkonstruktion nochmals an einem anderen Beispiel mit Ihnen durchgehen. Ich möchte zwei Linsengruppen, die jeweils durch die beiden Hauptebenen und die Brennpunkte definiert sind, jetzt zusammenführen und den gemeinsamen, die gemeinsamen Systembrennpunkte und Systemhauptebenen konstruieren. Ich mache es so, dass das Beispiel nicht ganz so trivial ist. Ich möchte, dass das Zwischenbild, das entsteht, eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite dieser zweiten Linsengruppe. Ich versuche es mal zu zeichnen und dann schauen wir, ob wir dort weiterkommen. Optische Achse. So. Dann die erste Hauptebene. Vielleicht hier. Ich will da zwei Brennpunkte dazu auch zeichnen, irgendwie so. H1, H1', F1', F1'. Und wir nehmen den Gegenstand irgendwie so nahe bei beim ersten Brennpunkt, dass es eine größere Bildweite haben wird. Hier, wir machen den Gegenstand gleich mal da. Und skizzieren mal das Zwischenbild, das dann entsteht. Das ist in dem Fall jetzt möchte ich die zweite Linsengruppe relativ nahe dran machen, sodass das Zwischenbild eigentlich dann hinter der zweiten Linsengruppe steht. Also wir wollen dann vielleicht jetzt hier die zweite Hauptebene nehmen, so. Mit dem entsprechenden Brennpunkt, das wäre also H2'. H2 und die Brennpunkte wären dann vielleicht hier. Also ein bisschen verschachtelt alles. Gleich weit beruft. F2 und F2'. Wie kann man jetzt das Bild konstruieren aus dieser Situation? Die Strahlen werden nicht wirklich hier sich treffen, die laufen zwar auf diesen Bildpunkt zu, aber nachher sind wir dann hier mit dieser zweiten Sammellinse oder Sammelsystem, ist ja nachher die Sache wieder geändert. Und ein Strahl, den wir verwenden können, ist dieser hier, der ist ja parallel zur optischen Achse. Der geht ja unter anderem dann da durch und läuft nachher durch diesen Brennpunkt des zweiten Teils hier. Das heißt, wir können sagen, dieser Strahl, der existiert sicher. Mit dem können wir also arbeiten. Jetzt für den Strahl hier, für den zweiten Strahl, müssen wir jetzt uns erinnern an die Regeln der Hauptebenen. Die besagt, wenn ich jetzt von da aus wissen möchte, wenn der Strahl da hinläuft, wie kann ich dann sein Bild konstruieren? Da muss ich von hier aus einen Strahl Richtung Brennpunkt hier auf der Gegenstandseite laufen lassen. Also das wäre dann etwa so. Und der geht nachher parallel zur optischen Achse. Das heißt, wir müssen sagen, dass dann der Schnittpunkt der Strahlen nach dem Durchgang durch beide Systeme dann hier liegt. Das heißt, dann haben wir hier eigentlich unser Bild. Das Bild, das erzeugt wird mit diesen beiden Linsengruppen, steht dann hier. Sehen, es ist auf dem Kopf etwas verkleinert, in dem Beispiel. Und jetzt ist die zweite Frage, wie kann man die Systemhauptebenen bestimmen, also die quasi Ersatzhauptebenen für diese beiden Gruppen und die entsprechenden Brennpunkte. Und da müssen wir jetzt Strahlen suchen, von denen wir wissen, wie sie laufen. Und aus diesen Strahlen dann zuerst die Hauptebenen und danach die Brennpunkte suchen. Jetzt ein Strahl, von dem wir wissen, dass er existiert. Orange Kreide geholt, ist dieser hier, der da parallel zur optischen Achse läuft. Der dann so, so läuft. Nachher in den beiden Hauptebenen wieder parallel zur optischen Achse und der läuft nachher so weiter. Der geht ja bloß zu diesem Bildpunkt. Der Strahl existiert und wir wissen ja, dass ein Strahl, der hier einläuft, der nachher so weiterläuft, dann auch es erlaubt, die gemeinsame, also die Hauptebene an den Brennpunkt zu suchen. Wir müssen dazu diesen Strahl hier retour verlängern. Und dann, wenn ich das sauber hinbekommen habe, zu diesem Schnittpunkt und zu diesem Brennpunkt. Ich könnte deshalb sagen, dass
Ebene läuft, der wird in dem Fall das gleiche auch machen. Die derzeitige Hauptebene wäre dann das hier. Und der Brennpunkt ist dann dieser hier. Genauso für die Gegenseite. Wir müssen auch da einen Strahl suchen, von dem wir wissen, wie er läuft. Jetzt sind wir ja da von links gekommen, haben da diesen Weg gemacht, jetzt machen wir das gleiche mal nach rechts. Eine Farbe. Wir laufen hier so durch diese beiden Hauptebenen durch, das haben wir auch gemacht. Dann geht der Strahl ja weiter durch den Brennpunkt hier F2. Und dann gehen wir dahin ungefähr. Läuft er wieder parallel zur optischen Achse und daher geht er da hinauf zum Brennpunkt. Das heißt, wir können sagen, das Licht von da kommen würde, macht es diesen Weg. Auch da machen wir diese Verlängerungen, so gut es geht. Einfach so. Und da sieht es so aus. Da erhalten wir diesen Schnittpunkt hier. Dieser Schnittpunkt bestimmt dann hier die andere Hauptebene H und der Schnittpunkt mit der optischen Achse wäre dann nachher da. So, jetzt können wir also dieses System, das wir vorher hatten, ersetzen. Durch, ich mache es nochmal so rasch. Ein Strich. A' und F' ungefähr da und ein H und H und F ungefähr dann da. Wir müssen nochmal probieren, die Konstruktion zu machen. Dann haben wir hier den Gegenstand gehabt. Er sagt ja, die Nägel für die Hauptebene müssen zuerst einen Strahl nehmen, der parallel zur optischen Achse läuft. Dann eins zu H läuft und dann auch wieder zu H, und dann parallel zur optischen Achse zu H'. Das macht jetzt hier nichts aus und dann kommen dann auch hier durch F' da hinunter. Irgendwie so. Und der andere Strahl, der verläuft zunächst mal Richtung F und nachher bis nach H. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Strahlen, die hier divergent weglaufen und die gemeinsam den Punkt separat bildet dann das. Ich habe es jetzt nicht genau gleich konstruiert wie da oben, deshalb sehen wir hier das Ganze etwas verschoben.